Hallo, hallo, einen wunderschönen guten Morgen zu unserem Donnerstags-Update. Ja, meine Lieben, ihr seht, so sieht es aus, wenn eine Standheizung nicht richtig funktioniert. Wie ihr seht, ist hier ziemlich aufgeräumt. Gestern habe ich sogar den Hallenboden geputzt mit unserer Schrubbmaschine. Und es hat sich wieder vieles getan in der Woche. Wir sind noch ziemlich kaputt von der Essen Motorshow. Wie ihr wisst, haben wir ja zwei Videoteile hochgeladen. Einmal vom Preview Day am Freitag und einmal vom Samstag, vom ersten Wochenendtag sozusagen. Und da haben wir ja tolle Eindrücke gefilmt und für euch auf YouTube, auf unserem Kanal hochgeladen. Es ist so, das war wirklich gut. Wir haben ganz viel über Tuning, ganz viel über Ersatzteile, mögliche Umbauvarianten erfahren. Wir haben ganz viel von dieser Essen Motorshow mitgenommen. Wir haben auch ganz tolle Leute getroffen. Wir hatten ein kurzes Stelldichein mit Hagen Amstep. Wir hatten ein kurzes Stelldichein mit Levella. Hallo, grüß dich. Ihr habt gehört. Videos an. Und waren sogar bei JP Performance. Metern haben sie ihr Ziel erreicht. Schau mal, da ist schon die Hölle los. Schau dir das mal an. Alter. Schau dir das mal an. Hier ist jetzt die Hölle los. Schau mal. Alter. Schau mal, alles voll. Und da stehen sie schon Schlange, um da reinzukommen. Und der Parkplatz ist voll. Was sagst du jetzt? Ich lach ja, aber das tot. Macht ja um 12 auf. Ja, genau. Und da lassen sie eh alle rein. Haben dort sogar keinen Burger gegessen, weil es dermaßen überfüllt war. Aber wie gesagt, das seht ihr ja in den zwei Videoteilen, die bereits auf unserem Kanal veröffentlicht sind. Zu dem Lachs ist nun zu sagen, der ist fertig. Rückfahrkamera geht, Parkbremse geht, die Armatik geht. Was haben wir noch gemacht? Boah. Genau. Das Navi-Command geht, das Navi-Command-Display geht und Keyless Go geht jetzt. Das Auto ist fertig, wenn ihr mal schaut. Ich kann schön zuschließen, ich kann wieder aufmachen. Funktioniert alles. Beim Keyless Go war es so, habe ich einfach nur über Mercedes Online, bin ich extra zu Mercedes gefahren. So, die Kiste kommt jetzt hier bei Mercedes in die Werkstatt. Hab mir ein neues Steuergerät besorgt, hab das über SCN freischalten lassen bzw. neue Software aufspielen lassen und schon ging alles. Da will einfach Mercedes, dass wenn so eine Nachrüstung gemacht wird, dass das eben zur Fahrgestellnummer auch online registriert wird, dass dieser Umbau einfach fix ist und dass man weiß, was mit welchem Fahrzeug und welcher Fahrgestellnummer ist. Finde ich auch gut so, deswegen bin ich jetzt hier bei Mercedes und ich hoffe, dass das gut klappt. Hier bei diesem Fahrzeug, das ist ein G350 Diesel, da ist die Umwälzpumpe kaputt, die habe ich bereits neu besorgt. Das heißt, die Standheizung funktioniert nicht, die geht ständig außer Betrieb und da muss ein kleines Pümpchen getauscht werden. Das sitzt hier unter der einen Ansaugseite vom Motor. Ja, meine Lieben, ihr seht, so sieht es aus, wenn eine Standheizung nicht richtig funktioniert. Hier unten drunter sitzt das böse Ding. Diese Pumpe ist es. M33, glaube ich, zeigt es in der Startdiagnose an. Kurzschluss nach Masse, das heißt, die ist im Eimer und deswegen steigt auch die Standheizung immer aus. So sieht das gute Ding im ausgebauten Zustand bzw. im Neuzustand aus. Und das tauschen wir jetzt. So, ihr hört, die Pumpe läuft. Das ist dieses Teil hier unten mit diesen zwei Kabeln. Da sind hier vorne einmal dieser Schlauch abzuklemmen. Unten drunter ist ein Schlauch abzuklemmen. Dann kann man wunderbar, hier ist so eine Gummihalterung. Da kann man mit ein bisschen Silikonspray die Pumpe einsprühen mit dem Schraubenzieher hier drunter. Dann kann man die rausziehen, kann die Pumpe wunderbar tauschen. Und dazu braucht ihr zwei solche Wasserschlauchklemmen, damit er nicht so einen Haufen Sauerei macht. Ich mache jetzt noch Folgendes. Ich werde jetzt noch kurz auslesen
und hier den Fehler löschen. Und dann müsste die Standheizung wieder funktionieren und das Fahrzeug müsste auch im Innenraum wieder richtig wunderbar warm werden. Das Ganze nennt sich Umwälzpumpe, zusätzliche Umwälzpumpe, Wasserumwälzpumpe. Und wenn das getauscht ist, ist dieses Fahrzeug auch soweit fertig und ist bereits im Verkauf. Dann ist es so, dem Vito haben wir jetzt schöne Felgen verpasst. Der sieht jetzt ganz brav aus. Der ist neu fotografiert und geht neu ins Netz. Dann der E350 Cabrio hier vorne, der ist verkauft. Da haben wir wirklich einen ganz tollen, netten Käufer gefunden für das Fahrzeug. Freut uns auch, dass das in so gute Hände geht. Der weiße Vito da vorne ist verkauft. Der wird morgen oder übermorgen abgeholt. Ja, was gibt's noch zu sagen? Am Freitag um 13 Uhr drehen wir dann das neue Video zur schwarzen S-Klasse. Die steht im Moment nicht in dieser Halle. Da ist es so, da fahren wir dann wieder nach Linz, gegenüber vom IKEA, zu diesem JKZ-Service. Die haben bereits die Stoßfänger vorne hinten lackiert für den S63-Umbau und da werden wir genau filmen, wie an einem W222 der Stoßfänger demontiert wird, vorne wie hinten. Und eben das S63-Paket drankommt und auch die Edelstahlblenden mit dem Diffuser hinten. Dass das nachher, oder dass die S-Klasse dann nachher aussieht wie ein S63 AMG ab Baujahr 2014. Soweit, so gut. Im nächsten Video wird es ein paar Kundenstories geben. Ich habe einiges erlebt in den letzten Wochen. Das muss ich unbedingt loswerden. Das wird ganz lustig. Es gibt wirklich ein paar Vollpfosten auf der Erde. Da werde ich natürlich keine Namen nennen, aber ich werde euch die Situation beschreiben. Also da schüttelt ihr nur mit dem Kopf. Seid gespannt auf neuen Content. Vielen Dank fürs Zuschauen. Somit Donnerstags-Update erledigt und bis die Tage.